Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier mit mir, dem Doomsday, zu The Casting of Frank Castle. Ne, Frank Stone, so war's, so rum. Mein Gott. Ja, die letzte Folge ist eine Weile her. Ich hatte leider keine Zeit gehabt, neue Folgen aufzunehmen. Aber jetzt geht's erstmal wie gewohnt weiter. Ich hoffe jetzt pünktlich, jeden Tag eine Folge. Und ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind letztens stehen geblieben, als wir eine Kamera gekauft haben. Und anscheinend hat die irgendwelche Fähigkeiten. Und ja, wir schauen mal, wie es jetzt hier weitergeht. Denn die Wände haben Ohren, haben wir letztens gelesen. Also, let's go. Weiter geht's. Das passiert immer sehr oft. Okay. Schlecht geträumt. Schlecht geträumt? Bisschen leiser machen. Wie lange war ich weg? Ich erinnere mich nicht mal ans Einschlafen. 15, 20 Minuten? War anscheinend ein intensiver Traum. Warte, was war noch mal mit Augustin? Ist weg. Weg? Angeblich musste sie sehr dringend in ihr Privatreliquiar. Hey, da wir alle wieder wach sind, können wir kurz Augustin vergessen und über den 300 Meter langen Elefanten im Raum reden? 300. Oh. 300 Meter ist die Durchschnittslänge eines Filmstreifens? Oh. Wir haben uns bisher alle ziemlich bedeckt gehalten. Was? Es ist nicht mein Film. Ich habe nur mitgemacht, nicht Regie geführt. Er steht nicht mal in meiner Filmografie. Ich meine, wie wir uns alle über unsere Streifen ausschweigen. Oh, ja. Ob offiziell dein Film oder nicht, es ist definitiv das berüchtigste Projekt, mit dem du assoziiert wirst. Sammler verfluchter Filme suchen schon seit Jahren vergeblich nach einer Spur davon. Und jetzt sind wir alle hier. Jeder mit seinem Stück von diesem mysteriösen Kuchen. Eine ziemlich große Sache. Also, gehören alle unsere Streifen zu dem Film, den du mit deinen Freunden gemacht hast, Linda? Wenn sie echt sind, ja. Meins ist echt. Und was hat das alles mit diesem Fluch auf sich? Tödliche Ausschreitungen, CIA-Verhöre und völlige Realitätsflucht. Weil er so selten ist, wissen nur ein paar Leute davon. So heißt es. Wenn Augustin die einzigen bekannten verbleibenden Teile haben will, muss sie gut bezahlen. Warum will sie ihn so dringend? Ich meine, er ist doch nicht wirklich verflucht, oder? Ich lebe ungern in Wahrscheinlich der doch. Vergangenheit. Wir sind hier, jemand möchte unsere Filmabschnitte kaufen. Mehr interessiert mich gerade nicht. Die Herkunft macht viel aus bei einem erfolgreichen Verkaufen. So wie Motive. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich würde zu gern wissen, warum Augustin so versessen ist, diesen Film zu haben. Also, die erste Regel lautet: Finde alle Infos über deinen Gegner raus, die du kriegen kannst. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, Ladies, aber ich brenne darauf, mir dieses große alte Haus voller Kuriositäten anzusehen. Dürfen wir uns denn umsehen? Was sagst du dazu? Willst du lieber rumsitzen oder hinter die Kulissen schauen? Na, die Kulissen schauen. Worauf wartest du noch? Worauf wartest du noch? Also dieser Raum ist schon ein echtes Statement, oder was meint ihr? Ich wusste, dass Augustin Kohle hat, aber nicht so viel. Anscheinend hast du dein Ziel doch nicht so gut ausgekundschaftet. In unserer Branche sprechen wir nicht von Zielen. Zockerei ist Schwindel und keine Branche. Du solltest meine Kundschafterfähigkeiten nicht unterschätzen. Hier oben steckt eine Menge drin, das uns allen weiterhelfen könnte. Mal neugierig. Okay. Dann erzähl mir alles, was du über Augustin weißt. Augustin Lieber.
Herausragende Sammlerin obskurer Kunstobjekte. Sie gibt sich zwar ganz professionell, spielt aber auf lange Sicht ein undurchsichtiges Spiel. Schwer einzuordnen. Und? Und seit ich hier bin, habe ich alles genau im Blick. Beobachtungen, Verhalten, Umgebung. Ich habe ein Profil erstellt. Und zwar? Lieber ist keine normale Sammlerin. Mag düsteres Zeug. Richtig düsteres Zeug. Dafür scheut sie vor nichts zurück. Sehr beeindruckend. Okay, jetzt bist du dran. Womit bin ich dran? Hab dir gesagt, was ich weiß? Jetzt bist du dran. Du hast es auf den Punkt gebracht. Hey, dann erzählt doch mal. Also, was habt ihr entdeckt? Noch nichts. Ist ja nicht weit gekommen. Aber die Nacht ist jung. Nicht so jung, wie du denkst. Lass uns weitersuchen. Oh, jetzt spielen wir... Ja, ihr wisst schon, genau. Habt recht. Dieser Ort wäre echt der perfekte Schauplatz für einen Film. Ich stehe übrigens voll auf dein Outfit. Oh, danke. Aus Italien. Also die Schuhe sind italienisch. Und der Gürtel. Oh. Oh. Hab ihn billig bekommen. Das war ein komisches Geräusch. Von einem Geheim, der einen Hosenprofi kennt, von dem habe ich diese Hosen, die dann einer, den ich direkt kenne, genau für mich angepasst hat. Der guck mal gleich nach. Besorgt. So eine super limitierte VIP Club Edition. Willst du ein Geheimnis hören? Okay. Der Rollkragenpulli ist second hand. Wow. Skandalös. Oder? Streng geheim. Irgendwas aufgegangen. Kannst du dich verlassen. Ah, hier. Was nehmen? Also. Oh, Überwachungsraum. Wir werden also beobachtet. Oder wurden. Was haben wir hier? Eine Karte. Na, hallo. Und zwar in jedem Raum im Haus. Also, das geht ja wohl über die übliche Überwachung hinaus. Was meinst du? Ich hab Zeitmaschinen. Das Gefühl, unsere Gastgeberin hat einfach viele wertvolle Dinge und will genau wissen, wer hier ein- und ausgeht. Das ist der Hauptraum, das ist erste Etage. Das ist keine Ahnung. Aha. Eine Kamera ist aus. Oh, mehr ist hier auch nicht, hä? Nee. Oben irgendwas? Nee. Kann ich hier jetzt irgendwas machen? Nee. Dann müssen wir wohl hochgehen, hä? Gehen wir mal hoch. Ja, sehen wir uns die anderen Etagen an. Sehr gut. Warte. Moment mal. Was? Bevor das alles hier weitergeht, muss ich wissen, wie ihr beide euer Stück vom Film bekommen habt. Also, das ist kein Geheimnis. Nachdem meine Mutter vor ein paar Monaten starb, fand ich es bei ihren Sachen. Maddie, wie war der Name deiner Mom? Beide, oder? Hieß sie Bonnie Rivera? Ja, das... Woher weißt du das? Du Bonnie. Siehst aus wie sie. Kanntest du sie? Kamerafrau, oder? Also die Regisseure. Zeit. In einem anderen Leben. Hieß sie nicht Bonnie? Ihr kleiner Bruder Jaime war einer meiner engsten Freunde. Onkel Jaime. Ich bin ihm nie begegnet. Ich wusste gar nichts von Bonnies Tod. Ja, es war... Ziemlich plötzlich. Wow. Maddie, das ist echt traurig. Sehr berührend. Die Mauer tröstend. Tut mir leid, dass dir das passiert ist. Es ist nie leicht, jemanden zu verlieren.
Danke. Ich habe zum Glück schon so einiges erlebt. Maddie weiß deine tröstenden Worte zu schätzen. Bonnie. Hätte mit ihr in Kontakt bleiben sollen. Hast du dich nicht gefragt, wo unsere beiden Streifen herkamen? Das willst du mir wahrscheinlich nicht erklären. Natürlich! Und? Naja, das kann ich dir aber nicht einfach so erzählen. Solche Informationen sind sehr wertvoll. Was ist dein Preis? Ich mag den Typen nicht. Weißt du was? Darauf komme ich später zurück. Ich habe auch echt keine Ahnung, wie lange das Spiel überhaupt geht. Also man kann das Spiel wohl in 2 Stunden durchspielen. Aber dazu denke ich mal, müsste man es kennen, das Spiel. Also ich gehe mal von 5 bis 8 Stunden aus. Ja? Schau mal einfach mal. Ich meine, wie gesagt, das Spiel ist eh darauf ausgelegt, mehrmals durchzuspielen. Coole Statue. Aber da fehlt ein Teil. Ja, was in der Hand hält. Ist das Stone? Also Frank? Irgendwas fehlt. Mal gucken, ob wir es finden. Wow. In Augustins Familie sehen sich alle sehr ähnlich. Wow. Was für eine Arbeit. Und die Details. Das ist wirklich schön. Passt aber irgendwie hier nicht rein, oder? Das Ansatz ist böse. Schund. Sam Green hat Frank Stone gestoppt. Ich könnte das besser. Rede mit Maddie. Ja, okay, wie gesagt, Leute. Macht Pause, wenn ihr das lesen wollt. Das lese ich sicher alles vor. Ein bisschen viel Text. Aber interessant. Aber es war's. Mehr geht's nicht. Okay. Ich muss zu Mary. Es gibt Gerüchte darüber, dass Frank Stone einen Komplizen bei seinem Verbrechen hatte. Ja, die Frau. Die Lieber. Komischer Name übrigens. Ja? Und was würdest du tun, wenn du hier drin wärst und nicht ich? Dafür brauche ich einen Schlüssel. Würdest die Wände hochgehen und einen Ausweg suchen? Schlüssel nötig. Wer ist Dan? Nicht in einer Million. Ach ja, wieder die niemals. Figuren. Naja. 2 haben wir gerade mal. Ich glaube, ich habe schon welche verpasst. Da ist das Fenster offen. Aber mehr ist hier nicht. Oder kann ich da noch was machen? Nee. Hier hat was gefehlt. Ja, dann gehen wir mal weiter. Oder liegt da auf dem Tisch noch was? Nee. Augustins Sammlung ist einzigartig. Okay, hör, geht nicht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ein Schlüssel und irgendwas, was in der Hand. Okay. Hier war nix. Achso, ich soll ja mit Maddie reden, stimmt. Da war ja was. Hab ich schon vergessen. Dieser Ort würde dich garantiert umhauen. Und dann würdest du mich hier wahrscheinlich rauswerfen und alles für dich behalten. Mit wem sprichst du? Hm? Oh, nein, ich... Hab nicht. Ich hab dich gehört. Ich hab mit Mom geredet. Mit Bonnie. Ich war in Berlin, in der Schule, als ich von ihrer Krankheit hörte. Aber es war Prüfungszeit und sie sagte, ich soll zu ihr kommen, wenn ich fertig bin. Das tat ich auch.
Aber da war es auch schon zu spät. Sie starb, als ich über dem Atlantik war. Alles ging so schnell. Ich merke noch gar nicht, dass sie weg ist. Also tue ich so, als wäre sie es nicht. Sie konnte gut reden. Ja, das stimmt. Hey, schau mal hier. Das war letzten Sommer. Ich weiß, es ist wirklich lange her für dich, aber kannst du mir was über sie erzählen? Von damals? Die Schwester war doch... Ach Gott. Tja. Die 20 Dollar gegeben hatte. Sie konnte einen einschüchtern wie niemand. Nicht die Kamerafrau. Ha! Sogar als ich sie besser kannte. Sie tat immer, was sie wollte und niemand konnte sie aufhalten. Das ist auch für mich jetzt eine Woche her, wo ich jetzt mal gespielt habe. Mom. Hast du ein paar Storys? Sie ist ja die Kamera gehalten hat. Und die Regisseurin? Wie hieß die denn? Keine Ahnung. Nostalgisch. Kurz angebunden. Nostalgisch. Ja. Ja, da gibt's was, an das ich denken musste. Ich hab's bisher niemandem erzählt. Es ist schon lange her. Wir wollten nur einen Film drehen. Jaime, Chris und ich. Ich kann mich nur ganz verschwommen erinnern, aber eine Sache ist mir immer ganz klar im Kopf geblieben. Glasklar. In jener Nacht, wir hatten eine Kamera abgeholt und wollten nach Hause, fuhren wir am Haus der Riveras vorbei. Die Garage stand offen. Hell erleuchtet. Und der absolut verrückteste Sound, den man je gehört hat, dröhnte in alle Richtungen. Hey, geh mal Lied. Und genau mittendrin war Bonnie. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so mit sich im Einklang war. Alles, was zählte, war dieser Moment. Und sonst nichts. Das war deine Mom. Danke. Hey, hey Leute! Seht. Was? Ich sehe gar nichts. Na, da! Genau da! Oh mein Gott, da draußen ist jemand! Ah. Oh. Nimm mal oben die Auswahl. Ernst. Ich habe das Gefühl, dass Augustine mit sowas schon gerechnet hat. Sie hat hier so viele Kameras, dass ihr nicht mal eine Maus entgeht. Bei diesen Maßnahmen sind wir wohl ziemlich sicher. Ah. Okay, also. Okay. Meint ihr, wir sollten Augustine suchen? Sie informieren? Auch wenn wir es ihr sagen wollten. Würden wir sie nicht finden. Also, sie sagte, sie geht in ihr Privatreliquiar. Dort bewahrt man Artefakte auf, oder? Hier sind überall Artefakte. Genau. Also, und was, wenn du einen Ort für ganz spezielle, besonders wertvolle Artefakte hättest? Wäre er vielleicht hinter einer Tür wie dieser? Wahrscheinlich. Guter Gedanke. Aber da fehlt was. Können wir klopfen? Da kommt wohl kaum was durch. Auch kein Geräusch. Also ist das wahrscheinlich der sicherste Ort. Ob Augustine da drin ist oder nicht. Okay. Wer ist das? The Phantom of Cedar... Irgendwas. Cedar Hills 1980. Warum brauchen Sie so lange? Ich dachte, wir haben vor dem Dreh noch ein Produktionsmeeting. Der Van ist schon beladen.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Frauen es nicht mögen, wenn Männer sich über ihre Pünktlichkeit aufregen. Sie fühlen sich kontrolliert. Du musstest das lesen, um das zu wissen? Hä? Ich dachte nur, du findest die Info hilfreich. Ich will Chris nicht kontrollieren. Wir haben nur viel zu Chris tun. Chris hieße, genau. Ja. Genau richtig! Gehen wir ans Werk! Herr Brüder, noch lauter, als er reinkam. Was? Nichts, nichts, nur verhalte dich unauffällig. Bonnie schnüffelt herum. Okay. Sind alle bereit für das Produktionsmeeting? Vor uns liegt eine große Nacht! Leute, also echt, meine Gedanken rasen gerade mit Lichtgeschwindigkeit. Wusstet ihr, dass die Bibliothek jeden Zeitungsartikel hat, der je geschrieben wurde? Total irre! Da steht alles drin! Nein, erzähl mehr. Ich war quasi den ganzen Tag da und las jedes Detail über Frank Stone, das Stahlwerk, die Morde. Das hier ist eine verdammte Goldgrube! War wohl ein produktiver Tag. Und ja, ich hatte Hilfe von meinem Assistenten. War mir eine Ehre. Oh, da fällt mir ein. Da du jetzt ein Eifersucht offizielles kommt. Teammitglied bist, brauchst du das Team-Outfit. Wow, das ist ja toll. Eine echte Ehre. Diese Ehre will natürlich verdient sein. Ich verspreche, ich werde der beste Hilfsproduzent aller Zeiten. Produktionsassistent. Ja, ja, klar. Schau mal. Wow. Halt, wo ist Sheriff Green? Dad war nie besonders gut darauf zu sprechen. Er hat den Kerl doch erwischt? Ja. Und Sheriff Kusich hat den Ruhm eingeheimst. Die Leute hier wussten, was los war, aber... Ist er frech. Lass mal sehen. Das ist ein 10-Jahres-Rückblick. Da stehen allerlei grausige Details, die noch nie in der Presse waren. Und Dad wurde auch etwas mehr gewürdigt. Das ist eine echt große Sache. Wir drehen unseren Film genau da, wo alles passiert ist. Nicht klug. Besser wird's nicht. Irgendeiner muss ja die Stimme der Vernunft sein, ne? Stones Opfer waren echte Menschen. Das war ein echter Mensch. Ja, und? Ich weiß nicht. Es ist eine Sache, darüber zu reden, aber eine andere, ihr Bild anzusehen. Und das ist plötzlich ein Problem für dich? Es ist kein Problem, nur etwas seltsam. Du warst noch wild entschlossen, als ich herkam. Was ist los, Mann? Nichts. Ich will nur nicht irgendwelche Opfer ausnutzen oder so. Wir nutzen hier nicht Stones Opfer aus. Ich will nur das Potenzial unseres Drehorts voll ausschöpfen. Geschichte nützt da aus. So macht man einen guten Film. Ja, na gut. Okay. Ja, du hast recht. Wir haben nur einen Versuch dafür. Ja. Also, nicht versauen. Können wir helfen? Nee, Robert und ich schauen, ob es im Stahlwerk noch mehr gute Drehorte gibt. Dann mal los. Oh. Sieh dich in der Garage um und rede dann mit Linda. Mama wird endlich entlassen. Ich kann's kaum erwarten. Okay. Hier, fang doch einfach damit an. Wir suchen also Erwähnungen von Frank Stone. Wir suchen nach allen Hinweisen auf konkrete Orte im Stahlwerk, bei denen eine Verbindung zu Frank Stone bestehen könnte. Das Stahlwerk ist ziemlich groß. Deshalb bin ich auch so sicher, dass wir noch nicht alles gefunden haben. Definitiv möglich. Wir finden es. Oh. Frag mich, wo die so versteckt sind. Das Radio lasse ich mal aus. Hier, sieh dir das an. Düstere Herbstprognosen fürs Stahlwerk. Wird Frank erwähnt? Nein, aber es geht um die Einstellung der Arbeiter.
Leute waren depressiv. Es gab Selbstmorde. Im Stahlwerk? Ups. Nicht direkt, aber von Leuten, die da gearbeitet haben. Im Universum? Verdammt. Das war ein, zwei Jahre vor Beginn der Morde. Klingt nicht gerade nach einem netten Ort für eine 12-Stunden-Schicht. Es gibt mehrere solcher Artikel. Das Werk war auf dem absteigenden Ab... Aber keine Rede von Frank. Ich weiß nicht. Es hängt alles zusammen. Mit ihm. Damit, wie er war. Oder warum er das Multiversum alles getan hat. Oder so. Das ist deine Expertenmeinung? Ist nur ein Gefühl. Tom Holt Interview. Habe auch ein paar davon besorgt. Das geht jetzt mal Todesanzeigen. Player. Ungefähr aus der Zeit der Morde. Und ein wenig davor. Ach, gute Idee. Journalisten kriegen nicht genug von Frank Stone. Gibt's aber auch viel zu lesen, ey. Okay. Vor seinem Morden im Stahlwerk hat Frank Stone bereits mehrere Menschen getötet. Niemand war traurig, es los zu sein. Okay. Ich frag mich, ob Linda mit dem Stone-Zeug zurechtkommt. Nee, wir hören erstmal das Tape ein. Hören wir es uns mal. Das war ziemlich einzigartig. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt noch leben würde, wäre Sam Green nicht gewesen. Er ist ein Held. Eine Schande, dass der andere Sheriff den Ruhm einheimst. Echte Schande. Der hatte die Suche nach Stone schon aufgegeben. Aber Sam Green wusste es besser. Er kam auf und sagte, wir müssen das Werk bis auf den letzten Winkel absuchen. Und hätten wir eine Sekunde länger gewartet, tja, gäbe es ein hübsches Baby weniger auf der Welt. Oder schlimmer. Sam hat Stone im allerletzten Moment erledigt. Wie in irgendeinem Film. Aber wer war das Baby? Dank Mr. Holt. Hat niemand meinen Papa angezweifelt. Wow. Danach waren sie Freunde. Mein Dad hat die Grabrede für Mr. Holt gehalten. Okay. Wir haben es geschafft, dass er das Trinken aufgegeben hat. Das war das Buch. Schade, ich dachte, ich würde hier irgendwo so eine Figur finden. Naja. Ich weiß auch nicht, ob man schon alle im ersten Durchlauf finden kann. Gut, mit Linda reden. Alt Linda ist das. Ich wollte ja nichts sagen, aber ich bin einfach kein Fan davon. Hm, verständlich. Sie ist total besessen von Frank Stone. Also sie ist definitiv besessen. Ich glaube, sorgen sollte sie dir erstmal noch nicht mal. Sie ist so besessen von Frank Stone und den Morden, das ist einfach etwas heftig. Du weißt schon, dass er in der sitzt. Ist, aber naja, auch wir hätten Opfer sein können. Oder unsere Familien. Waren sie aber nicht. Du findest auch, dass es egal. Ich sage nicht, dass es egal ist. Ich meine nur, es ist einfach lange her. Und Chris freut sich, weil ein paar der Orte richtig gut in den Film passen. So wie dieser. Sieh mal hier. Was ist das alles? Ich habe mir eine neue Szene überlegt. Auch geschrieben? Ja. Weiß Chris? Ich habe es Chris gestern gesagt. Oh, fand sie es gut? Wir drehen sie, wenn wir Zeit haben. Cool. Dieser Ofenraum ist der perfekte Ort. Aber ohne Chris' Recherche hätte ich nie davon gewusst. Hm. Ja, ermutigend.
Ziemlich krass. Hoffentlich können wir es drehen. Danke, ich auch. Oh, ja! Ah? Was ist? Das ist ein Bild von Frank Stone. Ah, das Datum. Ja. Oh, ja! Was? Das ist von vor den Morden, bevor klar wurde, dass es Frank war. Es geht um das Stahlwerk. Eine Art Lobeshymne, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Oh, was ist denn die das? Bildunterschrift. Arbeiter Frank Stone, Maschinenhalle. Volltreffer. Maschinenhalle, hä? Da müssen wir drehen, das ist es. Das ist der Ort. Einfach perfekt. Also, Zeit zu gehen? Okay, Leute. Neuer Drehort. Zeit loszuziehen und zu drehen, was das Zeug hält. Los, los. Zeit ist Geld. Machen wir einen Film. Aber wie es weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge hier bei mir mit eurem Doomsday und The Casting of Frank Stone. Würde mich natürlich freuen, dass ihr es wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein. Macht's gut, euer Doomsday.